Haben wir hier sonst nichts mehr? Hier vielleicht noch ein Secret oder so irgendwas. Dort geht's noch nach unten. Bisschen Proviant plündern. Erst kapern wir sein Schiff, dann klauen wir sein Proviant. Das wird dem König nicht gefallen. Aber sehr interessant, die Geschichte mit dem Kanzler. Das kann noch was werden. Weil wenn der Kanzler dann nicht auf unserer Seite ist, dann wird das wahrscheinlich ganz schnell enden, die Verhandlung. Ach, hier ist der Schlangenfoliant. Ah, ja. Sehr schön, da haben wir gleich nochmal... Wow, da haben wir gleich 2000 Gold. Oder nee, die bringen ja, glaube ich, weniger, wenn ich sie verkaufe. Was eigentlich fies ist. So, was liegt denn da rum? Ach so, Knochen. War irgendwie klar, dass hier Knochen rumliegen. Es ist das Reich der Toten. Natürlich müssen hier überall Knochen rumliegen. Wobei die meisten Toten ja gar nicht so tot sind. Okay, wieder einiges an Geld. Und neues Geschenk haben wir ja keins. Nein, okay. Von mir aus, dann haben wir hier wirklich bloß ein bisschen Geld gefunden. Soll mir aber schon vollkommen reichen. Na gut, und eine Fährmannsmünze. Aber auch das, ich sag mal so, wenn ich die Fährmannsmünzen alle ausgeben würde für diese Kisten und die Sachen in den Kisten dann wieder verkaufen würde, hätte ich auch wieder Geld. Von dem her ist es auch bloß wieder ein anderes Mittel, um an Geld zu kommen. Und es kann natürlich auch mal was Nützliches dabei sein, ganz klar. Okay, aber da wir mit dem Typen nicht kämpfen können, müssen wir auch immer. Ich habe mich jetzt eigentlich schon halb auf den Kampf eingestellt. Gehen wir einfach zum König. Und schauen mal, was da so läuft. Außer ihr lasst mich jetzt nicht durch. Niemand stört den Fürsten der Knochen ohne Erlaubnis seines Kanzlers. Ein Reiter? Im Königreich der Toten? Nein, nein, das funktioniert niemals. Ich muss mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Oh, das ist unmöglich. Mein Herr besucht sein Reich. Eine Last, die selbst die Kräfte von euch Reitern überfordert. Und welche Verwendung hast du? Ein Türstopper? Es gibt jedoch einen Weg, ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Die Goldene Arena. Dort wird Sterblichen eine letzte Chance geboten, sich dem Grab zu entziehen. Eine Gunst, die eine Audienz beim König beinhaltet. Besiege den Champion der Arena und kehre mit seinem Schädel hierhin zurück. Seine Majestät wird dir dann eine Audienz gewähren. Und wo ist diese Arena? Mach dir keine Sorgen, Reiter. Wir sind bereits angekommen. Was ist denn jetzt? Lass mich mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Dann werde ich euren Champion verschonen. Und dich vielleicht ebenfalls, Kanzler. Du kannst nicht erschlagen, was bereits tot ist. Aber du kannst es gerne versuchen. In der Arena. Vergiss, was ich darüber sagte, dich zu verschonen. Türsteher. Erzähl mir vom König der Toten. Seine Herrschaft ist ewig. Sein Wort ist Gesetz. Und seine Zeit ist unbezahlbar. Ich stelle sicher, dass er nur mit jenen sprechen muss, die es auch wert sind. Dann siehst du ihn wohl selten, Kanzler. Was hat Achidna mit eurem Königreich zu tun? Wie ich hörte, hatte sie ein eigenes. Das Schattenreich Isselik, ja. Wo die blinden Schwestern ihre Netze spannen. Viele Feinde meines Herrn flüchteten damals dorthin, als seine Herrschaft noch jung war. Wir jagten sie. Achidna konnte so gerade entkommen.
Vielleicht suchte sie dort Unterschlupf und webt dort noch immer ihre Bosheiten. Sei in der Arena vorsichtig, Reiter. Sollte dir etwas passieren, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit leben könnte. Sehr schön. Ja. Damit haben wir den Kanzler getroffen. Und ich hoffe, dass wir ihm irgendwie ein grausames Ende bereiten können, auch wenn er schon tot ist. Aber der Spruch von Tod war so gut. Sehr schön. Okay, damit haben wir einen Fähigkeitenpunkt. Den werden wir auch gleich weise einsetzen. Das wären dann 20%. Gehen wir hier mal auf die Kraft. Ich weiß es nicht, ob das so weise war. Schauen wir mal. Okay, jetzt sind wir gleich bei der Arena und dort müssen wir uns beweisen. Sehr interessant. Aber ich frage mich, wenn der Meister der Klingen die Arena gewonnen hat, müsste er dann nicht der Champion sein? Oder ist der Champion einfach ein, ja, ein unbesiegbares Wesen, theoretisch? Das immer wieder aufersteht. Das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle. Weil eigentlich sollte der Champion dann der sein, der, ja, die Arena ja dann gewinnt. Ach, guck mal, wer da ist. Ich habe reichlich Waren, wenn du Münzen übrig hast. Wie bist du hierher gekommen? Ein Händler kennt viele Straßen. Nicht alle von ihnen werden mit Reitern geteilt. Die immer mit ihren besonderen Sachen. Sieh dich nach Belieben um. Sensen hat er gar nicht so viele. Okay. Kritischer Schaden plus 22%. Nee. Alle nicht so gut. Zorn pro Kill. Das wäre jetzt halt mit Leben cool. Freund. Feuerschaden, Durchschlagschaden, Frostschaden. Gesundheit bei kritischem Treffer. Kritischer Schaden 22%. Gesundheit pro Kill. Das wäre jetzt sowas. Was ich benutzen könnte für die Arena. Wobei Gesundheit pro Kill ist auch nicht so gut, ne? Pro kritischer Treffer ist eigentlich besser, weil man kann ja mehr kritische Treffer am Gegner landen, als man ihn töten kann. Chance auf kritischen Schaden plus 12%. Ach, verdammt, natürlich Armklingen. Schade. Sehr, sehr schade. Okay, und was haben wir hier noch? Da gehen wir vielleicht gleich mal zu den... Chance auf kritischen Schaden plus 12%, aber Magie bloß. Oh! 12%, 14 Kraft, 14 Magie. Der ist cool. Reaper-Energie, Erfahrung, gefundenes Geld. Nein. Ach, verdammt, wieso denn keine Kraft? Chance auf kritischen Schaden plus 12%. Plus 20 kritischer Schaden. Magie hoch und Zornkosten runter. Die Kraft kann ich mir ja dann holen, wenn ich eh weniger Zorn verbrauche. Das wäre eigentlich ganz cool. Plus 12 und plus 20. Wie viel macht denn meiner gerade? Macht ja aber... Ich guck jetzt mir meinen kurz nochmal an, aber dann kaufe ich mir den eventuell. Den hier haben wir ja gerade. Das ist ein Einfluss 10% und Kraft 8. Wieso sinkt denn da der Schaden pro Sekunde nicht? Ach so, weil der erst sinkt, wenn, genau. Okay, damit verlieren wir knapp 30 Schaden. Ja, da unten 27. Aber mit mehr kritischer Schaden. Also gut, es sind 2%, aber trotzdem. Und vor allem die 20% kritische Chance. Das ist ja auch noch. Das könnte eigentlich ganz cool sein. Weil vor allem mit der Klinge machen wir ja schon einiges an Schaden. Deswegen passt es, denke ich.
Aber interessanterweise können wir ihm die Sachen nicht verkaufen. Das heißt, wir können die ihm wirklich bloß komplett verkaufen, wie mir scheint. Okay, dann kaufen wir uns den mal, weil das einfach bloß die bessere Erweiterung wäre von unserem. Außer dann halt die Kraft, aber wie gesagt, das sind jetzt halt 30 Schaden pro Sekunde. Die machen wir dadurch eventuell wett. Eventuell. Wie viel hat denn das jetzt gekostet? Also um die 80.000. Verkraftbar. So. Ja, das Einzige, was mir dann fehlt, ist die Kraft. Und dadurch habe ich jetzt die 20% kritischen Schaden. Das heißt, ich muss jetzt halt eher auf... ich muss jetzt halt eher auf kritischen Schaden gehen. Was aber vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Seid ihr Buchs der Toten? Genau. Okay, sprich mit dem Fürsten der Knochen. Hä, okay. Wieso war das davon dann noch ein Unterpunkt? Rufen den Champion der Arena. Komisch. Also, dass man das dafür jetzt brauchte. Aber wir haben die erste Seite ja auch so gefunden, ohne mit dem König zu sprechen. Das war ja merkwürdig. Na gut. Soll mir recht sein. Damit haben wir jetzt die erste von 10. Aber wir sind ja auch erst gerade eben angekommen. Von dem her könnte natürlich noch passen. So, ich nehme natürlich gleich mit. Nicht ganz so. So. Okay. Und damit gehen wir gleich mal in die Arena. Und schauen dann mal, wer sich als, ja, als würdiger Gegner erweist. Hier geht's wieder weiter runter. Wieso muss das immer so dreistöckig sein, solche Sachen? Habe ich dann nie eine Ahnung, wo ich hin soll. Okay. Jetzt bin ich einen ganzen Stock tiefer. Wo bin ich denn jetzt? Wo war ich dort oben rausgekommen? Hier sieht es mir stark nach Arena-Eingang aus. Ach, verdammt, dann will ich doch jetzt natürlich nochmal nach oben. Und das ist jetzt der Ausgang der Arena. Klamm des Leviathans. Ah, okay, hier komme ich also raus. Gut. Will ich ja gerade nicht, weil jetzt können wir auch gleich den Champion der Arena erledigen, wenn wir eh schon hier sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er schwieriger wird als Argul. Und wir sind jetzt da sogar ein bisschen besser ausgerüstet als gegen Argul. Von dem her sollte das eigentlich passen. Das sieht interessant aus. Mit Laternen kann durch Drücken von B interagiert werden. Und wie das? Hä, mit dem Drücken von B? Ich komme doch gar nicht ran. Ist eine neue Mechanik, die ich aber noch nicht ganz verstehe. Da ich ja, wie gesagt, an die Laterne gar nicht rankomme. Halt, da konnte ich gerade irgendwas. Hä, was kann ich denn in ihm greifen? Das ist ja merkwürdig. Mit dem Drücken von B? Hä? Mache ich hier jetzt gerade irgendwas falsch? Hä? Ach so. Nicht mit der Laterne direkt kann interagiert werden, sondern... Halt, was? Nein! Zurück. Jetzt loslassen. So. Sondern mit diesem ganzen Ding. War ein bisschen arg ungenau beschrieben. So kann man es sagen. Okay, Kiste. Kiste ist unter mir? Ja. Dann schauen wir mal da rein. Vielleicht haben wir hier irgendwas Schönes. Nein. Die andere Kiste ist auch hier unten? Ja, genau. Okay. Wunderbar. Oh, ein Heiltrank. Sehr schön. Verteidigung gefundenes Geld 11%. Nee. Auch wenn ich vielleicht die Verteidigung irgendwann bitter nötig haben werde. Schauen wir mal.
Aber jetzt im Moment scheint es ja nicht so zu sein. Okay, und da können wir jetzt mal hier ein bisschen wirklich in den Raum schauen. Ach so. Ist ja recht einfach. Alt RT. Genau. Ich immer wieder die Taste vergesse dafür. Zumindest am Wand entlang laufen. Ist irgendwie ein bisschen ungewohnt, das da zu drücken. Und das sieht mir doch jetzt stark nach der Arena aus.